Nochmal Mikrorichtung. Was ist denn das jetzt für ein Mist? So. Der Mikrofontest müsste heute in Ordnung sein. Ich bin vielleicht ein bisschen lauter. Man merkt, ich bin ein bisschen taub. So, jetzt darf man mich langsam nicht mehr doppelt sein, ob ich mal. Okay. Ja. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. So, herzlich willkommen zu meinem Livestream. Und kein Doppel. Sehr schön. Ja, wenn man seinen Stream doppelt hat, ist das immer so eine Sache.
geht gleich los. Ich muss nur noch auf den Liminator warten. Thank you.
Ah, da ist er ja. Servus. So, gucken wir mal kurz bei Steam, weil es in Ordnung ist. Nicht, dass es wieder Updates gibt. Was? Downloads verwalten? Ich will keine Downloads verwalten. Was soll der Scheiß? Ich will... Hä? Was ist das denn jetzt schon wieder? Path of Exile. Duh. Wow. Ich habe ein Achievement von 120. Gnadentod. Was auch immer das bedeuten soll. Wie kann ich den abrufen? Hier, wenn ich draufgehe mit der Maus. Tötet Brutus den Wächter des Axiom-Gefängnisses. Ach. War das entweder ein offizieller Bot, Boss oder was? Der Rest war einfach nur so, ne? Ja, die ganzen Zwischenbosse, die Riesenviecher, da, das ist halt. Die zählen alle nicht. Nee. So. Ich mach mal die Musik aus. Oder hast du noch irgendwas vor noch? Wie gesagt, wenn meine Mom gleich kommt, gibt's noch kurz was zu speisen, dann bin ich zu 100% da. Achso, ja, da können wir ja Pause machen dann. Ja, die kommt aber jetzt gleich, ich weiß nicht, dass... Achso, ja, dann warten wir, ja gut. Wenn der jetzt ein paar Minuten ist, dann warten wir. Ja, ansonsten kannst du ja mal, bis ich dann gleich richtig da bin, was anderes machen, wenn du willst. Ach, Quatsch. Ich warte ruhig. Vielleicht kommen ja ein paar Zuschauer im Chat, quatsche mit denen. Du hast keine Fans. Hahaha, ha, ha. Du doch auch nicht! Doch, ich habe 4 Stück. Wo ich vielleicht einen Zuschauer hab. Wie, du hast 4 Stück? Wo hast du denn Fans? Ein Follower. Da habe ich 25. Wo sind die? Oh, was wir spielen könnten? Was? Kennst du das Spiel Hunt Showdown? Nee. Das ist so ein Koop-Shooter. Und zwar muss man zusammenarbeiten und muss ein riesengroßes Monster töten. Kann man zu zweit spielen oder zu viert? Die Merkel? Hm? Die Merkel? Was weiß ich? Ist das gratis Wochenende? Boden. Kostet im Hause 23,99 €. Musst du dir mal angucken. Hunt Showdown heißt das. Bei Steam? Hm. Ich hab das mal beim Links gesehen, beim Battle Bros. Also hier bei dem Herr Siegesmund. Ist eigentlich ganz cool. Du bist dann auf einer Map, musst dann zusammenarbeiten, musst schleichen. Und musst dann irgendwie herausfinden, wo das Monster ist. Und musst dann, wenn das Monster besiegt hast, von der Map auch wieder fliehen. Oh, also ist so ein bisschen stealth-mäßig. Oh, das kann ich tierisch gut. Ich meine, wenn es gratis Wochenende ist, können wir das ja mal austesten. Hand. Sekunde. Steam. Da bist du. H-U-N-T. Ja, ich weiß, wie Hand geschrieben wird. Ja, manche wissen das nicht, wie englische Wörter geschrieben werden. Nuggets. Können es ja mal installieren. Obwohl, das wird wahrscheinlich länger dauern. Ich glaube nicht, dass das halt eben so 5 GB sind. Weil ich sehe da Entwickler, Publisher, Crytek.
könnte groß sein. Hand Showdown? Ja. Das kostet kannst du PvE und PvP spielen. Das kostet bei mir 24 Euro. Hä? Ah ne, hier kostet das Spiel. Du kannst das doch einen Tag und 22 Stunden ausspielen. Ja. Ach, das Spiel ist doch nur 22 GB groß. Ja, super. Ne, aber guck dir mal der Trailer oder sowas an. Das ist eigentlich ganz lustig, das Spiel. Also ich habe da nur mal so ein paar Videos von dem Siegesmund gesehen. Weil du kannst halt auch PvE spielen. Das heißt, du spielst dann nur mit Freunden zusammen. Und dann gegen KI-Gegner. Und vor allem kriegst du jedes Mal nach einer Runde kriegst du Bonis und kannst damit deinen Charakter quasi verbessern. Also du kannst da zum Beispiel eine bessere Waffe nehmen oder die Waffe verbessern und so weiter. Du kannst dich aber auch total verskillen. Das kann man in dem Spiel. Ja, aber hier hast du Munitionsknappheit, du musst auf Geräusche achten und so. Ist halt total auf Stealth ausgelegt. Ja, würde bei mir und so viel ich weiß, wenn dein Charakter stirbt, verlierst du auch all deine Erfahrungspunkte. Das heißt, du kriegst dann einen neuen Charakter, der quasi dann wieder Noob ist. Du musst dich dann wieder hocharbeiten, wenn du schlecht spielst. Also ich werde die ganze Zeit nur als Noob rumlaufen, ja. Ja, ich wollte es mir mal anschauen, das Spiel. Das scheint eigentlich ganz cool zu sein. Oh, warum nicht? Können wir vielleicht morgen oder so mal spielen. Ja. Eventuell. Vielleicht irgendwann. Ich pack's mal auf die Wunschliste, ey. Nee. Hey. Was gibt's denn noch so an Neuigkeiten bei Steam? Ich klick mal auf weiter. Lunar Nights. Letztes Update abgeschlossen. Ah ja. Lunar Nights. Dark Souls Wochenende. Nein. Aha. Na. 75% Rabatt. Schön. Das Spiel scheiße. Ich weiß nichts für dich. Ich hasse auch. Ich wollte es mal ausprobieren. Nein, du wolltest es sein lassen. Wobei ich aber The Search besser finde. Conqueror's Blade. Kostenlos Spiel. VR-Chat. VR-Chat? Was für ein Ding? VR-Chat. Join our growing community as you explore, play and help craft the future of social VR. Create world and custom avatars. Welcome to VR-Chat. Das kannst du im Desktop-Modus spielen oder VR. Aber wahrscheinlich mit der Aqualos ist das besser. Wow. Hast du denn so viel Geld für eine Oculus? Ich dachte, du schenkst mir eine. Ja, nee, ist klar. Nee? Schenkst du mir eine neue Grafikkarte? Willst du meinen Blasen? Da kann ich nämlich meine Grafikkarte da austauschen und dann kannst du quasi auf der dann VR spielen. Da musst du aber vorbeikommen. Planet Zoo ist, kommt jetzt bald. Ja, ne? Habe ich schon auf der Wunschliste, Alter. Freue mich drauf. Ist Planet Coaster war schon cool. Das ist, Zoo aufbauen. Geil. Von den Machern von Zoo Tycoon. Oh, Zusammenarbeit. Wunschliste! Los! Kennst du noch das uralte Zoo Tycoon? Ja. Den ersten Teil, wo du die Alligatoren mit den Nilpferden in ein Gehege packen konntest. Oder das wo der Sound kaputt war und ich nicht drauf geachtet habe und die Viecher ausgebrochen sind und meine Gäste zerspeist haben. Das ist so ein geiles Spiel gewesen. Yeah. Ich glaube, das war 97, 98 oder sowas, so kurz vor den 2000ern war das. Das war alt. Das ist auch schon uralt. Oder Emergency 1. Der erste Teil davon. Oh, cool. Warte mal, Zoo Tycoon. Screen Cheat ist der verrückteste Splitscreen-Shooter, bei dem alle unsichtbar sind und du Screensheeten auf dem Bildschirm deines Gegners glotzen musst. Aha, man muss also cheaten, um gewinnen zu können. Alle unsichtbar?
Also alle sind unsichtbar und du musst auf dem Bildschirm des anderen gucken, wo der steht und dann auf die Stelle schießen. Ah, okay, man ist unsichtbar. Man muss auf den anderen gucken, wo er sich in der Map befindet, quasi. Genau, wenn er jetzt neben der Figur steht, schießt du auf deinem Bildschirm, hast du, da siehst du halt dein Zielkreuz etc., dann schießt du auf die Stelle, wo er ungefähr steht und musst ihn töten. Cool. Boah, ist das Spiel kompliziert. Oh yeah. Samurai Punk. Ja. Die haben auch American Dream und Feather. American Dream? Oh, hello there. My ja. Oh, hast du das letzte Video gesehen von JP heute? American Dream. Was Ist für ein Dream? das geil? Ich guck momentan JP nicht mehr so. Also, ach, der hat wieder ein Video gemacht hier mit der Dings, mit der, die da im Rollstuhl sitzt da, mit dem Kind da, und da haben wieder in den Kommentaren wieder verrückte Ro irgendwelchen Scheiß gelabert. Verrückte Mongos. Ja, von wegen, er wird das nur wegen dem Geld machen und so, er müsste doch kein Video dazu machen und so ein Scheiß. American Dream, du hast einen Hund, ein Haus und Waffen. Frag dich in Ruhe, für die Waffen brauchst. Gehst du jagen, morden oder zur Selbstverteidigung? Also laut Video gehst du in den Donutladen, schießt auf eine Zielscheibe und kriegst Donuts geschenkt oder öffnest dein Bier mit einer Waffe oder gehst in den Friseurladen, frisierst die Leute mit einem Pistolenschuss und. Guten Tag, ich habe kein Geld dabei, aber ich habe eine Waffe dabei. Ah, oh, Digga, nein, das ist so ein typisch amerikanisches Klischee. Ja, natürlich. Super, Vorspann. Sie rührten Kuchenteig oder sowas mit einer Waffe um. Also die haben keine Werkzeuge, die haben einfach nur Waffen. Das reicht. Da kannst du alles mitmachen. Du setzt das Kind in die Krippe und es hat Waffen da drin. Ja, natürlich. Könnte ja Sie dem wächst Kind irgendwie was passieren, und ne? sie wechselt die Windel mit zwei Pistolen. Sie hat einen Fleck im Bettlaken und schießt es mit einer Uzi raus. Boah, das ist typisch amerikanisch, ne? Jo. Er arbeitet in der Donutfabrik, nimmt sich einen Bagel, schießt ein Loch rein. Schon hast du einen Donut. Zoo. Ah ne, Planet Zoo hieß das ja, ne? Ach, habe ich schon nicht auf meiner Wunschliste. Hast du doch gesagt, hast du schon drauf. Stimmt. Ich wollte nur mal mich vergewissern. Wann ist denn der Release, ey? HTC November. Vive oder Oculus 5. Rift? November 2019. Oh, da kommt dieses Jahr noch raus. Das ist ja cool. Bedeutet, ich muss demnächst mal Planet Coaster hier im Stream spielen. Aber wenn das so cool wird wie der erste Teil oder zweite Teil von Zoo Tycoon und dann mit besserer Grafik, hui. PewDiePie Redemption. Oh je. Ich weiß ja nicht, wo du dein Essen bestellt hast, ne? Aber dein Lieferant da, der ist ein bisschen langsam. Meine Mutter. Oh je. Wenn die von der Arbeit kommt, bringt sie das mit und ja, ist jetzt gleich da. Ach so. Ich dachte, die ist mal eben kurz losgefahren, was zu essen holen. Nee. Deswegen haben wir gerade so gewundert. Naja. Ich habe ja mal überlegt, vielleicht komme ich auch irgendwann mal bei euch vorbei da. Wenn das nicht so weit ist. Ja. Kannst du mir mal deine Hut zeigen, ey?
klar, weil hier alles aufgeräumt ist und so. Ja, natürlich. Und wer war es wieder? Die Frettchen. Ja. Ja, die Frettchen. Können sie wieder nicht binden. Genau, die Frettchen haben die ganzen Pizzakartons hier rumliegen lassen. Eieieiei. Was fressen die auch Pizza, ey? Echt. Echt ungesund. Pizza mit Mäusen drauf, weißt du, das ist so. Oh je. Ja. Das ist ja gar nicht mehr hygienisch, ey. Nein. Alles die Frettchen. Oh je. Warum oh je? Für Blended Zoo, Alter, da brauchst du einen Intel i5 Prozessor. Hab ich. 8 GB RAM. Hab ich. Und mindestens eine GeForce GTX 770 mit 2 GB VRAM. Krieg ich hin. Und Speicherplatz 16 GB. Nur? Nur. Ja gut, mit Updates nicht eingerechnet, ne? Aber ich schätze mal, mehr als 20 GB wird das nie groß sein. Hätte aber echt noch in Grenzen, muss man sagen. Wenn du überlegst, was das Spiel halt... Ja, das wird wahrscheinlich so wie bei Planet Coaster sein, dass es dann wieder so... Ja, wahrscheinlich mehr über Cloud läuft, ja. Genau, dass du dann halt immer wieder ein paar Updates hinzukriegst und irgendwelche DLCs und sowas. Mhm. Gibt ja jetzt auch hier bei Planet Coaster zigtausende Universal-Dinger mit Knight Rider und... Back to the Future und sowas. Aber das interessiert mich alles gar nicht so. Ich mach lieber das Hauptspiel erstmal nur spielen. Oder mal die alten Rollercoaster Tycoon rein. Eieiei. Oh, mein erster eigener Laptop, das war geil. Rollercoaster Tycoon 2 hatte ich da drauf. Das war cool. Da konntest du richtig deinen ganzen Park so richtig selber bauen. Von Anfang bis Ende, ey. Das war so ein geiles Spiel. Das ist mir der Laptop abgeschmiert, weil das Ding so heiß wurde. Habe ich auch damals auf meinem Laptop gespielt, aber... Naja, der hat's abgehauen. Der hat's gepackt. Ja, du hast damals einen Gaming-Laptop, oder wie war das? Ach so, ja, ich hatte einen Gaming-Laptop. Ich nicht, ich hatte einen Büro-Laptop. Von Acer, irgend so ein G... Also G7500, was weiß ich was. Und das G stand ja für Gaming. Ich hatte einen Office-Laptop gekauft damit. Oh, ist das laut? Ich mach mal die Musik weg. Der ist schöner. Nee, also der hat schon viel ausgehalten, der Rechner, den ich hatte, der Laptop. Also der war eigentlich ganz gut, bis irgendwann dann halt angefangen habe mit Let's Plays. Und dann, ja, mit Aufnehmen und allem war das dann nicht mehr so ganz toll. Vor deinem Video, vor deinem Stream läuft übrigens Werbung. Ja, aber... Oh Gott, Omens. Aber sie unterstützt mich nicht. Nein, diese Werbung unterstützt Twitch. Weil ich noch kein Twitch-Partner bin. Weil du noch da, fehlen mir 75, da fehlen mir 75 Follower. Muss 75 Follower haben, glaube ich. Und selbst dann heißt es noch nicht mal, dass du Partner bist, sondern dann kannst du dich für einen Twitch-Partner anmelden. Ja. Ja. Aber hey, wir sind Internet-Community, wir sind alles Bots. Vielleicht lässt sich da was machen. Stimmt. Vielleicht lässt sich da was machen. Erstmal nächste Woche so einen DDoS-Angriff machen. Warum nicht? 1149 Aufrufe hatte ich schon auf meinem Kanal. Wow. So wenig. Schämst du dich denn gar nicht? Was hast du denn? 200? Sieht man das überhaupt? Wenn du bei dir auf dem Dashboard bist, in den Statistiken. Da kannst du ja sehen, wie viel Zuschauer du hast, wie lange du gerade streamst, wie viele Clips gemacht wurden, wie viele Aufrufe und wie viele Follower. Und ich glaube später sogar auch, wie viele Subs. Ich habe ganze 178 Aufrufe. 178? Wow. Heftig. Krass. Überwältigend. Vom Live-Chat aus raiden oder hosten? Hä? Achso, raiden meinst du? Mhm.
Ja, das lohnt sich nur, wenn du auch Zuschauer im Chat hast. Dann kannst du nach dem Stream quasi deine Zuschauer zu einem anderen Streamer schicken. Naja. Aber dann, das lohnt sich wirklich erst, wenn du so ein paar dabei hast, so 10 oder so. Ist eigentlich ganz cool, weil du kannst dann so andere dann sofort unterstützen, weißt du? Meistens machen die das ja dann, dann schicken sie die halt zu dem Streamer hin, der halt noch nicht so viel Zuschauer hat oder so. Also Gronkh jedenfalls immer so gemacht. Wenn er mal ein Great Red gemacht hat. Da hat er mal so einen Streamer überrascht namens, wie hieß der hier? Verdammt. Nicht die Mama oder so hieß der. Alles klar. Ja, von dem habe ich sogar gehört, ey. Lol. Hat das so denn da eingegeben? Ich dachte, vielleicht kann ich das so umstellen. Ach so, den Befehl, dass das umstellen kannst. Nee, ich habe schon geguckt, das geht nur. Dann müsste ich dich entweder bei mir als Editor einstellen. Also ich müsste deinen Twitch-Kanal mit meinen verknüpfen. Dann könnten wir auf unseren beiden Dashboards quasi dann Sachen verändern. Dann hast du aber auch Zugriff darauf, dass du mit meinem Kanal zum Beispiel streamen könntest und sowas. Ach, quasi so eine Art Regie bauen, ne? Genau. Das heißt, dann haben mehrere Zugriff auf einen Kanal. Aber ist auch blöd dann. Ja, nachher streamt jemand Pornos über deinen Kanal, das wäre echt blöd. Es wird gerade Just Chatting gespielt. Schönes Spiel, ey. Total. Dieses Real Life, ey. Ach, Real Life. Das Einzige, was das Real Life leider zu bieten hat, ist eine beschissene Grafik und eine Kack-Story. Ja, komm, über die Grafik kann man jetzt nicht so meckern, aber. Die sieht voll unrealistisch aus. Aber die Story, Alter. Mann, 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 du. Weißt du, Viele Wendungen. manche, die einen schlechten PC haben, müssen in Brillengeschäfte gehen und dort ein Upgrade kaufen. Gibt's doch schon, VR-Brillen. Voll. Voll. Voll, voll, voll. Voll, toll, toll, voll. Nee. Tropico. Tropico? Ich hab sogar Habe ich noch Trop. nie gespielt. Ich hab nämlich sogar Tropico. Ich habe Tropico 1, Tropico 4, 5 und das war's. Tropico. Also 2 und 3 habe ich nie gespielt. Und Teil 1 ist so kompliziert, ey, Ich weil er habe so veraltet ist. Ich komme Tropico da nicht mehr 3, mit. die Steam Special Edition. Ich habe die irgendwie mal geschenkt bekommen. Ich weiß noch nicht mehr woher. Ich weiß gar nicht, weil ich auf Steam habe. Vielleicht habe ich auch den dritten Teil, keine Ahnung. Sie haben einen Freund, der Tropico 3 Steam Special Edition spielt. Ach, ich habe alle Teile. Bis Teil 5 nicht. Ah. Tropico 1, 2, 3, 4. Und das war's. Stimmt, da waren nämlich zwei Spiele, die mir gefehlt haben. Ich habe gedacht, das wäre 2 und 3, aber nö. Dann ist es Tropico 5 und 6. Neuer. El Presidente. Ich weiß nicht, ob das Spiel irgendwie nie bestimmt, nie richtig gerafft. Ich habe immer gedacht, das wäre so wie Arno. Aber du Nee, hast ja da gar nicht. so viel. Du musst Du halt hast da irgendwie. so viel politische Sachen. Ey, das ist so kompliziert für mich Bei irgendwie, mir weiß gab auch es erst nicht. Aufstände, dann habe ich die irgendwie niedergemetzelt und dann auf einmal kamen Rebellen. Also, ich habe verstanden, worum es in dem Spiel geht. Aber ich weiß nicht genau, wie ich es spielen muss, damit ich Erfolg habe im Spiel. Ich habe auch Weil du kannst verstanden, wie ja es geht, aber entweder. ich habe irgendwie halt die falschen Sachen einfach nur gemacht. Ja. Und dann kommst du auf einmal in Schwierigkeiten und so. Und ich denke, hä, was denn jetzt so? Auf einmal wirst du dauernd angegriffen. Ich denke, hä, haben wir hier Krieg? Weil du kannst ja mit deinem Präsident quasi ja entweder Demokratie oder Dings Diktatur gehen. Und das regelst du ja je nachdem, wie du deine Bewohner da halt verwaltest. Ob du dich jetzt um Kriminalität kümmerst oder nicht. Gehst du mehr in Schulbildung oder sowas? Aber ich finde den alten Teil, die alten Teile so kompliziert, ey. Ich finde den fünften und sechsten vielleicht besser, so vom optischen her. Wenn ich so mit dem Video oder sowas angucke, finde ich das irgendwie besser zu verstehen.
Naja, die Naja. ganze Politikschiene in dem Spiel ist nichts für mich. Ich komm's nicht. Ich hab diesen Mobot wahrscheinlich nicht. Hast du den nicht? Ich glaube, du kannst auch einen anderen Bot nehmen. Du musst ihn nur halt mit Twitch verknüpfen. Quasi den als Mod hinzufügen. Bei dir. Der ist dann quasi wie so ein Mod wie du jetzt gerade. Macht die Befehle dann. Dieses ermöglicht Mobot Dashboard folgende Funktionen. Ja, kannst du allerlei Kram eingeben. Welcome to your Mobot Dashboard. Ja, zum Beispiel bekomme ich Meldungen, wenn jemand hostet oder wenn jemand folgt oder jetzt spenden würde oder sowas. The bot is not detected as a moderator in your chat. Ja, da musst du in seinen Chat joinen. Do not display the next stand or stream, as it may leak your chat details. Fresco 92 hat Mobot Moderationsrechte verliehen. Ja, und dann kannst du den konfigurieren. Ich kann in den Dashboard sogar Musik laufen lassen. Ja, du kannst schon viel machen eigentlich, also man kann so viele Sachen im Chat machen, das ist echt verblüffend. Ich weiß nicht, ob du es mal mitbekommen hast, wo der Chat quasi dann Pokémon gespielt hat, was? Vor Jahren mal? Hast du mitgekriegt? Ich glaube, vor 4-5 Jahren oder so war das. Da haben die ja irgendwie ein Pokémon-Spiel laufen gelassen und dann konnten die durch Befehle im Chat konnten sie dann halt das Spiel steuern. Dann haben wir irgendwie 8 Tage oder so gebraucht, das Spiel durchzuspielen. Auch ganz lustig. Funktioniert nicht. Schwört aber auch. Oh, gleich haben wir eine Stunde rum. Sorry. Ich sag doch nur. Haben wir eine Stunde gequatscht, ist auch nicht schlecht. Ist ja auch Just Chatting, ne? Und damit geht mein letzter Viewer gerade. Ich habe immer noch 3 Zuschauer, aber ich glaube, das bist du, der Mobot und ich. Der Mobot zählt als Viewer? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber vermute ich mal. Ich glaube, dass der immer so ein... Hier sind es nur noch 2, du hast gerade einen beleidigt. Ja, kann wahrscheinlich sein, dass das immer irgendwie daran liegt, hier wie der Mobot aktiv ist. Das heißt, wenn er jetzt lange Zeit nicht aktiv ist, dass er quasi dann aus dem Chat sich ausloggt. Und wenn dann wieder was gepostet werden soll, dann ist er quasi wieder da. Ich weiß es nicht. Ne, immer noch 2. Vor allem, ich weiß auch nicht, wie oft das oben aktualisiert wird von Twitch. Bei den Statistiken. Weil es, glaube ich, nicht Echtzeit. Ich glaube, da wird irgendwann nach einer gewissen Zeit abgefragt, wie viele Zuschauer gerade da auf dem Server sind. Oder im Chat. Oh, was spielen wir denn heute? Frei.
frei? Ja, bei mir auf dem Streamplan steht heute frei. Oh, warum bist du dann online? Why are you online? Morgen ist auch frei. Und was ist das denn? Das kenne ich doch irgendwer. Die Musik kenne ich. Warte, was ist das? Kenne ich doch irgendwer. Das die Musik Opening kenn ich. Warte, was ist das? Team von Mortal Kombat. Das Opening. Ah. Team von Mortal Kombat. Ah. Ich mach bei mir auch mal Musik an. Ich muss gerade mal gucken, wer es ist. Oh je. Jetzt packt er seine Polka-Musik aus. So wie Steve Urkel, ey. Der hat auch immer Polka gehört. Und eine Isetta hat er auch gefahren. Dein Wagen ist ja auch so klein wie eine Isetta. Das nimmst du jetzt zurück, ja? Ach nee, das ist ja das Postauto, hast du ja recht. Aha. Hast du eigentlich jetzt schon das Posthorn drauf? Nein. Was ist so drauf? Postführungskraft. Du bist der Chef von der Post. Du fährst mit dem Fox durch die Gegend. Naja, Plan war ja eigentlich mal, dass ich einen Pikachu vorne drauf mache. Ja, das würde passen. Aber hast du nicht hinten irgendwie einen Atara drauf gehabt? Mhm. Irgendwie hat es ja so einen Aufkleber drauf gehabt. Ich weiß nicht mehr. Noch irgendwas, glaube ich. Ich habe von Ken Block das Symbol, ich habe einen kleinen Sensenmann, ich habe nach Tara, ich habe ein Frettchen auf Kleber, ich habe von meinem Luftfilter den Sticker hinten drauf. Ich wusste, irgendwie waren da noch mehrere drauf. Das One Piece Zeichen, von meinen Tattoo-Studios ein paar Sticker. Oh, Werbung. Null ausgelassene Fraps. Läuft super. Läuft perfektes Stream. Kane Lynch. Kennst du das? Ja. Weißt du, ob man das Koop spielen kann? Ich glaube schon, aber habe ich nie geguckt. Ich weiß nicht, ob das lokal ist oder ob man das online lokal Koop spielen kann. Könnte man vielleicht auch mal irgendwann mal spielen. Auch wenn die Spiele nicht so gut sein sollen. Da kann ich dir nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ich habe die nur mal angespielt, glaube ich. Früher mal, vor ein paar Jahren. Long time ago. Da finde ich Max Payne 1 und 2 noch viel geiler. Die habe ich auf jeden Fall durchgespielt und das ist richtig gut, Max Payne. Vor allem der erste Teil. Wo das Ganze storymäßig noch in so Comic-Cutscenes erklärt wird und sowas. Vor allem der Name von dem Spiel passt auch richtig gut. Einfach mal maximaler Schwert. Dann heißt der Typ auch noch Max Payne. Mad Max? Ach, das Spiel ist im Film, da habe ich noch nie gespielt. Richtig. Der Mother Simulator. Northgard will ich auch noch mal spielen. So viel spielen wir jetzt nicht. Northgard? Northgard, ja. So ein Strategiespiel. Das sagt mir sogar was. Hm? Das sagt mir sogar was. Ist eigentlich ganz cool. Aber wie wird das nochmal geschrieben? Vor allem simpel ist das, aber es macht total Spaß. Ich hatte das, glaube ich, mal von den Entwicklern bekommen, mal so ein Key oder was, wo es noch Early Access war. Northgard. Ach, dieses Wikinger-Ding, ja. Ja, das ist cool eigentlich. So ein RTS-Game ist das.
Vor allem, weil das nicht so kompliziert ist, weißt du? Du hast halt so deine Einheiten und deine Inseln da und fertig. Aber damals, als ich das bekommen habe, ich meine, ich habe den Link bekommen, den Key bekommen von denen. Und da war es halt Early Access und da gab es halt nur diesen Sandbox-Modus halt. Also, dass du einmal so eine Map spielen konntest. Mittlerweile hat das ganze Ding ja eine Story richtig mit noch einem DLC und sowas. The Universe müsste ich mal spielen. Alter, das ist auch schon uralt. Overlord. Boah, kennst du das? Das ist aber schon echt altes Spiel. Die auch mal irgendwann spielen, Overlord, ey. Wo du dann Leute hin und her schicken kannst. System Shock. Eindeutig zu viele Spiele hier. Ach, gar nicht. Mann, ey. Wie lange wollen wir denn heute streamen? Weiß nicht. Also ich habe zwei. Ich auch. Also Open End. Wie immer. Ja, wir hätten jetzt auch eine Stunde spielen können. Fällt mir mal so ein.
Ach ja. Und sonst so. Ja, das Übliche. Ich will mir ja nicht in der Szene die Bildschirmeinblendung anzeigen. Wann ist los? Aber ich kann keine Quellen mehr zur Szene irgendwie zufügen. Irgendwie will er das nicht. Ja, meine Ohren. Ich habe gerade mal geguckt, was man vielleicht machen könnte, warum Path of Exile manchmal ruckelt oder so. Aber viele haben das Problem. Selbst mit richtig krasser Hardware und so, mit SSDs und allem Scheiß. Man vermutet, dass die ganzen Items und Nebencharaktere und so weiter, die auch in der Spielwelt sind, dass die immer erst geladen werden, wenn man sich in das Gebiet befindet. Und dass dadurch dann halt die Lags zustande kommen. Weil viele auch hier zum Beispiel beim Öffnen einer Truhe oder sowas öfters auch mal so ein Lag haben, weil dann das Item gerade erst vom Server quasi geladen wird oder was. Ein bisschen komisch gemacht worden. Ja, die haben wahrscheinlich sehr viel serverlastig das Spiel programmiert, dass das halt immer alles abgleichen muss online. Wahrscheinlich wegen Cheaten und sowas, weil früher hattest du deinen Charakter immer auf Rechner gespeichert quasi, also die Save-Datei. Und hast das dann nur mit den Servern quasi abgeglichen, also so war das früher bei Diablo. Und dann konntest du deinen Charakter quasi aus dem Singleplayer direkt, ja, für den Multiplayer kopieren. Aber da man ja heutzutage Achievements und so einen Scheiß bekommt und sowas, haben die wahrscheinlich dann so servermäßig abgesichert. Ja, ich weiß ja selber, wie einfach es ist, so einen Charakter zu verändern, wenn man einmal die Dateien weiß, wo die sind. Ja, du musst nur einmal wissen, wo die sind die Werte gespeichert für die Charaktere und dann kannst du die Ja. Werte verändern. Total Wenn du einfach. Glück hast, ist das Spiel noch scheiße programmiert. Dann kannst du nämlich einfach so eine TXT-Datei öffnen und kannst einfach in die Configs ein bisschen umändern. Was weiß ich, dann hast du da die HP zum Beispiel gespeichert und dann gibt es einfach eine HP 3 Millionen ein und hast 3 Millionen Leben auf einmal. Früher war das echt simpel. Ich hab grad auf meinem Stream hier YouTube-Videos laufen. Hab jetzt geschafft. Irgendwie wird er keine Bildschirmaufnahmen, keine Fensteraufnahmen machen. Hab ich eine Bildschirmaufnahme. Hättest du auch schon mal wieder nicht gemacht? Wird nur schwarz. Ich hab meinen Mauszeiger drin, das hätte aber das Bild ist weg. Okay, hat YouTube neuerdings da so einen Kopierschutz drin oder was? Das weiß ich mal, ich habe Guck mal, das nämlich krass, dass der überall. Bau so gut Lautsprecher spielen kann. Weil Ist beim doch Handy hast du es ja überhaupt auch. nicht Wenn du beim cool, Handy dass zum so Beispiel Apps hast, die das ein Handy Screenshotten blockieren, dann kannst du keine kann Screenshots machen. Banking Apps etc. Ja, klar. Wegen Aber nee, an Datenschutz und sich. bla bla Irgendwie hat er gerade Probleme an sich, irgendwie Sachen einzuführen. Ist doch bei Twitch, ist bei YouTube, ist gerade überall. Ich muss eine Bildschirmaufnahme dafür machen. Komisch. Bei mir läuft es nämlich noch mit Fensteraufnahme. Aber kann auch sein, dass ein neues Update rauskam. Hast du das neue Update von OBS installiert? Nö. Er hat mir Weil gerade ich irgendwie habe was jetzt von. noch die Vis Ja, der Ja, sagt weil mir ich habe gerade heute irgendwas von ein Update, Update. aber habe ich nicht runtergebracht. Ne, habe ich auch nicht gemacht. Ich bin noch bei Version 23.0.2. Aber der hat mir heute ein Update vorgeschlagen, das habe ich dann aber auf später erinnern. Ausgewählt. Keine Ahnung.
Special Guest Rezio haben darf natürlich nicht. Photoshop fehlt. Rezio. Aha. Der schon wieder. Der Rezio. Der Rezio. Der redet so. Politiker hassen diesen Trick. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen Auftritt von ihm bei Neo Royal angeguckt. Ja. Das ist auch schöne Musik, da war doch ein bisschen Gefühl drin, da war ein bisschen Melodie drin. Wir haben übrigens keine Ruhe. Death Metal, aber Melodie drin, ja. Ist nackt. Was? Es ist übrigens gerade morgens um 4, wir sind. Am besten war bei mir die Yuki vorhin, ey. Da waren die so faul, ne? Ich leg ja oben auf dem Käfigdach immer dieses Hirse hin, ne? Ja. Und Yuki ist gerade so faul gewesen, sitzt im Käfig, hängt sich von unten ans Käfig, an den Käfigdach und frisst den Hirse. Wo ich mir so denke, wieso gehst du nicht einfach raus und aus da? Warum denn so faul? Weil man es kann. Ja, ich denke so, was hängt die denn da so rum? Warum hängt die da? Was machst du denn da? Ich gehe denn ja immer morgens und abends Butter und Wasser. Als nächstes haben wir Alle meine Entchen als Ballade. Als krasse Schnulzenballade. Dieser Song ist nämlich für alle Entchen. Da draußen. Hey Entchen. Wir hatten schon eine echt schöne Zeit zusammen. Und deswegen ist dieses Lied für euch. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. So Leute, das war's mit meinem Teil. Weiter geht's bei Rezio mit viel mehr Songs und viel mehr Stil. Das ist jetzt hier irgendwo im Bild verlinkt, aber bevor ihr da draufklickt. Nur eine sichere Wohnung ist eine gute Wohnung. In der heutigen Roomtour zeige ich euch, wie ihr euch effektiv gegen Einbrecher verteidigen könnt. Ich bin Meister John. So, das ist mein Zeichen. Ich bin in circa 15 Minuten wieder da. Ah, gehst du jetzt essen? Ja. Ist ja gut, dann kann ich jetzt auch Pause machen. Bis denne. Ja, bis gleich.